Bogenschützen fest. Ein Stirb ist es schön, so haben die Stirper Bürger diesen Marsch auf ihre Weise umgedichtet. Denn alljährlich 8 Tage nach Pfingsten ist in Stirpe Schützenfest. Das junge Königspaar mit seinem schmucken Hofstaat. Jetzt wird es feierlich. Der Oberst wird am Kriegerdenkmal einen Kranz niederlegen. Vorbeimarsch. Hier sehen wir den ersten Zug. Klappt es noch nicht so, aber früh übt sich, was mal ein guter Schütze werden will. Das Königspaar mit dem Hofstaat. Hier folgt die Ehrung der Jubilare. Wir haben den Kanal noch lange nicht voll. So singt der Spielmannszug am Montagmorgen, wenn er auszieht zum Wecken. Der Tambo-Major kann nicht aus dem Bett, das lässt natürlich tief blicken. Und hier sind wir schon beim ersten Vorsitzenden. Nun, diese Bilder sprechen für sich. Der Oberst bekommt
selbstverständlich ein freundliches Morgenständchen. Und er ist der Größte. Und was sucht er wohl? Ah, haben wir ihn. Wie der Vater, so der Sohn. Der Apfel fällt natürlich nicht weit vom Stamm. Natürlich gespannt auf den neuen König. Wer wird es diesmal wagen, den letzten Rest von der Vogelstange zu holen? Der neue König 1968-69, es ist Franz Knob Ferlers, wer kennt nicht Hömmers? Und jetzt fließt Freibier. Nun geht es auf zum Abholen der neuen Majestät. Unterm Festzelt wird auch schon fleißig geprobt für das nächste Jahr 1969. Wir sehen gleich die Spielleute, die erneut proben müssen, um
1969 bestehen zu können.